Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 19, Open Data Strategie für Dresden, Einreicher interfraktionell. Wer übernimmt die Einbringung? Gibt keine Einbringung? Herr Engemeier, wollen Sie einbringen? Dann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte und Menschen, die hier im Saal oder über den Stream zuschauen. Wir haben hier in diesem Rat in den letzten Monaten und Quartalen ganz verschiedene städtische Ressourcen in den Fokus gerückt. Die Absicherung von Schulbauprojekten im Haushalt, die Richtfeste der kulturellen Neubauten, Weichenstellungen für den kommunalen Wohnraum oder die Maßnahmen für eine vielfältige und gerechte Verkehrspolitik sind da nur die augenscheinlicheren. Heute geht es um eine andere Ressource, die als Querschnittsthemen dann doch mit all diesen anderen etwas zu tun hat, um Daten. Dabei weisen Daten zunächst zahlreiche Parallelen zu den anderen Ressourcen auf. Auch bei Ihnen kommt es auf eine hürdenlose Verfügbarkeit an, auf Aktualität und Fehlerfreiheit. Auch Sie müssen irgendwo generiert, verwaltet und angeboten werden, um Ihren Nutzen zu entfalten. Doch es gibt auch deutliche Unterschiede. Im Gegensatz zu vielen anderen Ressourcen, die knapper, die teurer oder weniger nützlich werden, wenn man sie mit anderen, mit vielleicht zu vielen an einer Stelle zeitgleich teilen muss, steigt bei Daten der Nutzen, wenn man ihre Verfügbarkeit erhöht. Dies ist vergleichbar mit dem Wert eines Kulturguts, das dann wächst, wenn möglichst viele daran teilhaben können. Und das gilt natürlich vor allem für jene Daten, die in der Stadt bereits jetzt aus dem einen oder anderen Grund vorhanden gespeichert sind und schon verarbeitet werden. Sharing is caring. Der vorliegende Konzeptauftrag soll dabei ein erster und doch ein entscheidender Schritt sein. Mit ihm sollen jene Daten, die ohnehin vorliegen und veröffentlicht werden, auch in einer so standardisierten Form veröffentlicht werden, dass ihre Weiternutzung und Verwendung möglichst einfach ist. Dazu müssen diese Daten wie bisher auch erstmal identifiziert werden und sie müssen natürlich von solchen Daten getrennt werden, deren Veröffentlichung die Rechte Dritter verletzen würde, etwa personenbezogene Daten. Aber dieser Aufwand lohnt sich. Was ist nun das Ziel einer solchen Open Data Strategie? Das wichtigste Ziel ist es, die Daten für die Menschen in Dresden leichter verfügbar zu machen, bei Echtzeitverkehrs- und Umweltinformationen über Daten zu Kultur, Freizeit und anderen Aktivitäten wächst die Nachfrage nach solchen Daten stetig. Der kürzeste Weg, die schnellste Information, jede Verbesserung hier macht Dresden nicht nur attraktiver, sondern spart auch an anderen Ressourcen, namentlich der Zeit. Und das ist, wie gesagt, nicht das einzige Ziel. Offene Daten, die dann zum Beispiel in mobilen Anwendungen verwendet werden können, helfen auch dem Gewerbe, dem Tourismus und den Kulturbetrieben. Wenn ich für meine Kundschaft auf einer Webseite oder einer mobilen App zeigen will, wie viele Parkplätze im nächsten Parkhaus frei sind, dann will ich eben keinen hohen Aufwand treiben, um solche Daten aus irgendeiner Webseite der Landeshauptstadt zu kratzen. Ich will meine Kundschaft auch nicht mit 4 oder 5 Links, die sie dann nacheinander klicken und suchen müssen, erst auf diese Information hinführen, sondern ich will sie am besten direkt abrufen können. In Echtzeit aktualisiert und in einem maschinenlesbaren Format angebotene Daten machen das alles unendlich viel einfacher. Das Beste daran ist, dass auch die Stadtverwaltung von der Freigabe dieser Daten profitiert. So steigt die Datenqualität solcher Informationen häufig eben gerade mit der Zahl der Nutzer, die sie konsumieren und damit eben auch kontrollieren. So werden Aktualisierungen und Korrekturmeldungen durch die Nutzer überhaupt erst möglich, die häufig auch deutlich günstiger sind im Aufwand-Nutzen-Verhältnis, als wenn die Stadt jedes Datum selbst fortwährend überprüft und dann wieder neu ermittelt. Die Maschinenlesbarkeit und ein offenes Lizenzmodell sorgen auch für eine Kompatibilität in der Zukunft. Sie beugt auch teuren Abhängigkeiten, etwa von einzelnen Softwarelösungen, vor. Es gilt jetzt, mit den Akteuren in der Stadt die Strategie zu entwickeln, dies alles Wirklichkeit werden zu lassen. Von neuem Technologieoptimismus,
vielleicht auch der Chance, eine Smart City zu werden oder für den IT-Sektor noch attraktiver zu werden, können wir in Dresden alle nur profitieren. Vielen Dank. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Beginnt CDU-Fraktion, Herr Garten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, Open Data unterstellt ja prinzipiell vieles Gutes und das teilen wir. Wir glauben, dass es von Vorteil ist, wenn wir Daten, die in der Stadtverwaltung erhoben worden sind, sei es zu Wahlergebnissen oder zu Geoinformationen oder sonstigen interessanten Themen, dass diese auch in vernünftiger Art und Weise maschinenlesbar bereitgestellt werden sollten. Es macht wenig Sinn, wenn Dritte diese Daten dann von Papier wieder abtippen oder in nicht lesbarer elektronischer Form erneut dennoch erfassen müssen. Das macht wenig Sinn und wir glauben, dass das prinzipiell von Vorteil ist und deshalb unterstützen wir diesen Antrag. Es ist allerdings klar, dass Open Data auch ein tiefgreifendes Projekt ist. Das heißt, sowohl an diejenigen, die Daten erstellen, also Urheber sind, und die insbesondere, für dieses ein Kulturwandel und wir sollten dort auch maßvoll vorgehen und zum einen natürlich an die Nutznießer denken, aber auch an diejenigen, die diese Daten derzeit erheben und bereitstellen. Dieser Kulturwandel muss auch maßvoll vorangetrieben werden und er muss mitgetragen werden. Was wir an der Auffassung des Antrages kritisiert haben, ist die vorgeschlagene Lizenzierung, das Lizenzierungsmodell. Der Antragsteller sah bisher so aus, dass alles freigegeben wird, und zwar mit sogenannten nicht portierten Lizenzen, die nicht dem deutschen Urheberrecht entsprechen und wir dort möglicherweise in rechtliche Probleme hineinstüttern können. Wir wollen das gern auflösen und haben deshalb einen Änderungsantrag gestellt, dass wir im Grunde der Verwaltung, was die Lizenzierung von Daten betrifft, mehr Freiheit geben. Es wird sicherlich eine ganze Menge Daten geben, die kann man völlig frei zur Verfügung stellen. Es gibt andere Daten, da möchte man gewisse Einschränkungen, vielleicht was die Veränderbarkeit von Daten betrifft, mitgeben. Und es gibt vielleicht sogar Daten, wenn Sie als Antragsteller in Ihren Antrag reinschauen, die Sie gern zum Beispiel von städtischen Unternehmen bereitstellen wollen. Dort könnte es ja durchaus sein, dass es auch Gewinnerzielungsabsichten gäbe oder gibt. Und da sollten wir hinsichtlich der Lizenzierung entsprechend flexibel bleiben. Und ich glaube, so wie wir es jetzt auf Antrag der CDU-Fraktion in den Antrag eingearbeitet haben, ist es sinnvoll und vernünftig. Deshalb lassen Sie uns das umsetzen. Allerdings bei der Umsetzung sollten wir auch immer auf die Kosten achten und entsprechend maßvoll vorgehen. Und dann kann Open Data auch in der Stadtverwaltung in Dresden, denke ich, gut gelingen. Vielen Dank. Als nächstes für Bündnis 90 Die Grünen Frau Harzendorf. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir haben in Sachsen seit ungefähr einem Jahr ein als recht fortschrittlich geltendes E-Government-Gesetz. Mit diesem Gesetz soll die elektronische Verwaltung im Freistaat Sachsen gefördert werden, auch in der Kommunalverwaltung. Dieses Gesetz enthält in seinem Paragraph 8 auch eine Regelung zu Open Data, zur Zugänglichkeit von Verwaltungsdaten. Dort heißt es, stellen Behörden über öffentliche Netze Daten zur Verfügung, an denen ein Nutzungsinteresse, insbesondere ein Verwertungsinteresse, zu erwarten ist, so sind grundsätzlich maschinenlesbare Formate zu verwenden. Das heißt, mehr Informationsöffentlichkeit ist gesetzlich vorgesehen. Mangels einer materiellen Pflicht haben sich bisher wenige Kommunen auf diesen Weg gemacht. Mit unserem Antrag wollen wir, dass die Landeshauptstadt Dresden sich als Innovationsmotor erweist und eine Open-Data-Strategie für sich entwirft. Und zwar nicht gegen die Verwaltung und nicht auf einen Schlag, sondern Schritt für Schritt und differenziert für jeden Geschäftsbereich, aber schon in dem Bewusstsein, dass der Zugang zu Verwaltungsinformationen ein Bürgerrecht ist. Dieser Antrag, wenn er auch technisch und kleinteilig anmuten mag, läutet
unseres Erachtens einen Paradigmenwechsel ein. Weg von einer die Informationen wie ein Amtsgeheimnis hütenden Verwaltung hin zu einer offenen, bürgerfreundlichen Verwaltung. Und dabei geht es nicht um personenbezogene Daten, sondern um nicht personenbezogene Daten, um statistische Daten und um anonymisierte Daten. Wir freuen uns, dass der Antrag im AV mit den Stimmen der CDU nach einer kleinen Änderung angenommen wurde. Sie haben recht, Herr Kaden, die Festlegung auf das Creative Commons License Modell wurde gestrichen. Aber entscheidend ist, und der Satz ist drin geblieben, dass es ein maschinenlesbares, offenes und standardisiertes Format sein muss. Wir werden darauf achten, dass die vorgeschlagenen Lizenzen das dann auch leisten. Mit der Verabschiedung des Antrags schieben wir eine wichtige innovative Entwicklung für Dresden an. Ich bitte Sie daher hier um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Als nächstes SPD-Fraktion, Herr Büssel. Nein, verzichtet. Wird weiter das Wort gewünscht von anderen, die jetzt keinen Redner gemeldet haben. Dann hat Herr Lehmann gebeten, so seiner letzten Stadtratssitzung diesen Antrag doch eine kleine Kommentierung beizufügen. Ja, ich freue mich, dass dieser Antrag so mit einer großen Mehrheit hier aufgenommen und mitgetragen wird. Ich glaube, es ist ein gewaltiges Werk, was hier bewältigt werden muss und wird. Es geht auch nicht nur von einer Stelle aus. Herr Dr. Lames hat ja gerade in wenigen Minuten im Prinzip zwei große Aufträge für seinen künftigen Aufgabenbereich mitbekommen. Einmal das Öffnen der Schulsportanlagen und jetzt Open Data. Ich wünsche ihm da gutes Gelingen. Aber eine Bitte habe ich, Herr Engelmeier, damit das Ding nicht sofort versandet und letztendlich in der maschinenlesbaren Form schon das Datum falsch gesetzt ist. Es gibt keinen 31.11.2015. Der ist durch alle Ausschüsse zwar mit beschlossen worden. Machen Sie daraus den 31.12.2015, dann ist das besser. Ansonsten läuft das ins Nirvana. Das ist vielleicht noch ein zarter Hinweis meinerseits. Vielen Dank. Das können wir so machen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ansonsten würde ich zur Abstimmung kommen, wohl wissend mit der kleinen Änderung, dass da nicht der 31.11., sondern der 31.12. wir in den Beschlusstext aufnehmen würden und es in dieser Fassung dann zur Abstimmung stellen. Wer diesem federführenden Ausschussbericht mit 31.12.2015 geändert zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Einstimmig mit 65 Ja-Stimmen. Dann will ich an dieser Stelle vorschlagen, bevor wir dann die letzten drei Tagesordnungspunkte in der Reihenfolge 25 und 21, 22 zusammen behandeln, dass wir an dieser Stelle in die Pause eintreten. Wir haben es jetzt... können wir machen, aber ich wollte Ihnen eigentlich anbieten, zu einem kleinen, bescheidenen Sektempfang einzuladen in dieser Pause. Und bevor dieser warm wird, wäre das, glaube ich, ganz sinnfällig, jetzt doch in eine Pause einzutreten. Und wir setzen dann um 18.50 Uhr fort. In diesem Sinne, uns miteinander gute Fluggespräche.